Also, hallo und leg auf. Und zwar heute mal noch mal was zu unserer Vorwahlsache ZX-10R. Wir hatten ja ein Video gedreht mit den sogenannten pneumatischen Federkraftverstellern. Und da ist uns leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar wollten wir das betreiben mit dieser Standardfeder. Die hat eine Länge von 175 mm. Also ausgefedert. So, und haben da dazu zwei hübsche Deckeln gedreht. Und dass man auf die Länge die Federvorspannung wieder hinkommt, die Grundfederverspannung von 10 mm. Und da sieht man, dass wir relativ weit nach oben gekommen sind. So, das bedeutet, die Feder ist hier im Durchmesser relativ groß und relativ oben. Standardmäßig ist er weit unten und damit stellt der Durchmesser keine Bedeutung her. Jetzt ist uns eh was passiert. Wir haben das hier Fahrwerk, wir wollen das immer ausprobieren. Das Fahrwerk hat aber leider keinen Motor, dass wir schön rankommen. Aber jetzt haben wir das an unserem Motorrad mal ausprobiert, weil wir das hier neu bauen wollten. Sprich, haben das TDX-Federbein ausgebaut, haben das Standardfederbein eingebaut. Siehe da, es schlägt an der hinteren Motoraufhängung auf. Es geht faktisch nicht rein, weil der Durchmesser hier zu groß ist, wie man sieht, so, und ist zu weit oben. So vielleicht besser. So. Sieht man sie besser? So. Und jetzt haben wir uns was überlegt. Und zwar, wir haben die Standardfeder ausgemessen, die hat 90 Kilo. Das ist super süß wie eine Sache mit unseren anderen Umlenkhebeln. Also mit Standardhebeln ist die 9 schon okay. Aber ich denke, mit unseren anderen Umlenkhebeln ist die 9 schon Feder etwas zu schwach. Sprich, es gibt jetzt von Elins Federn, die sind 150, ohne Federvorspannung 150 mm. So kommt man wesentlich weiter runter. Man kann dann hier oben, wie man sieht, diese originale Schalen von Kawasaki wieder nehmen. Also sprich, das Maß ist identisch. Sprich, wir haben Platz hier zu der oberen Motorhalterung. Und müssen faktisch hier einen neuen Teller anfertigen, da jetzt hier eingelegt wird, wo die Schalen wieder, sag ich mal, ihre Halterung finden, dass sie hier drin sitzen. So, jetzt ist das Federbein, sag ich mal, einbaufähig. So, und hier damit haben wir das andere noch, was natürlich, sag ich mal, der Vorteil ist. Hier ist es relativ schwierig, Federn zu bekommen. Hier ist es überhaupt kein Problem. Man bestellt einfach eine Feder, die man braucht und kann dann mit der Federmobil variieren. Wir haben jetzt eine Grundeinstellung gemacht, 10 mm Federvorspannung. Wir können mit dem Verspanner 2 mm weicher gehen, wir können 6 mm härter gehen. Und wenn das nicht ausreicht, muss eine neue Feder haben. Entweder härter oder schwächer. Also, wir haben das Problem gelöst, wollten das bloß nochmal sagen. Wir wollten die ganz preiswerte Variante machen, aber es geht leider nicht. Wir haben auch noch was anderes vor. Wir haben jetzt soweit alles gemacht. Auspuff haben wir noch einmal bitte hübsch gemacht und bitte schön gemacht. Die ganzen Innereien nochmal, alles Dämmung nochmal, alles neu gemacht. Und nun wollen wir nochmal Beleistung machen. Und wenn wir mit der Leistung fertig sei, dann werden wir euch in Kenntnis setzen, was da nur rausgekommen ist dabei. Wir haben jetzt zuerst einmal, wie schon gesagt, die Auspuffanlage von uns. Das ist jetzt die erste Stufe und die zweite Stufe wäre dann mit einer anderen Auspuffanlage und noch einmal bemodifiziert. Die dritte Ausbaustufe wäre dann motortechnisch nochmal großer Nockenwellenkit und so weiter und so fort. Aber das erstmal. Jetzt soll es erstmal so gehen. Jetzt ist erstmal hier nochmal eine perfekte Abstimmung gemacht worden. Und wenn die fertig ist, sagen wir Bescheid. Also, tschüss und alle Frische.